Heute erkläre ich dir als Arbeitgeber, welche Temperaturen du am Arbeitsplatz gewährleisten musst und was passieren kann, wenn du das nicht tust. Für dich als Arbeitnehmer gebe ich Tipps, wie du vorgehen kannst, wenn sich dein Arbeitgeber nicht an diese Vorgaben hält. Ganz wichtig zunächst, es gibt anders als in der Schule auch bei heißen Temperaturen kein hitzefrei. Egal, wie draußen die Temperaturen sind, es gibt nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich arbeite nicht mehr. Aber es gibt strenge Regeln für den Arbeitsplatz und die dort maximal zulässigen Temperaturen. Diese ergeben sich aus der sogenannten Arbeitsstättenregel ASR A3.5 Raumtemperatur. Die findest du im Internet, kannst du googeln und findest du im Link. Der Arbeitgeber hat zunächst Vorkehrungen gegen übermäßige Sonneneinstrahlung zu treffen. Ab einer Innentemperatur von 26 Grad müssen die Bauteile mit geeigneten Sonnenschutzsystemen ausgerüstet sein. Das hast du fast überall auf der Südseite. Werden die 26 Grad Innentemperatur trotzdem überschritten, muss der Arbeitgeber zusätzliche Maßnahmen ergreifen, wenn das Arbeiten zu einer Gesundheitsgefährdung führt. Das ist immer dann der Fall, wenn sehr schwere körperliche Arbeiten verrichtet werden oder wenn die Arbeitnehmer besonders gesundheitlich vorbelastet oder besonders schutzbedürftig sind, Jugendliche, Ältere, Schwangere, kranke Arbeitnehmer. Hierzu hat der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung, das kennst du von Corona, zu erstellen und entsprechend immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Ab einer Temperatur von 30 Grad muss der Arbeitgeber weitere wirksame Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel können das Lockerungen der Bekleidungsregeln sein, Lüftungseinrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen. Dabei müssen technische und organisatorische Maßnahmen immer Vorrang haben vor personenbezogenen Maßnahmen, also zuerst immer Lüften, dann Lockerungen der Bekleidungsregeln. Ab einer Temperatur von 35 Grad dürfen Innenräume nur unter ganz engen Voraussetzungen genutzt werden. Dann braucht der Arbeitgeber, musst du als Arbeitgeber Luftduschen einrichten, Hitzeschutzkleidung zur Verfügung stellen, Entwärmungsphasen. Also da gibt es eine ganz breite Palette. Für dich als Arbeitgeber bedeutet das Folgendes: Grundsätzlich drohen dir bei diesen Verstößen erstmal nur Sanktionen von Aufsichtsbehörden. In der Praxis ist das relativ selten, es sei denn, du bist wirklich ein Betrieb, wo immer Hitze ist, ja. Das größte Problem ist wahrscheinlich für dich als Arbeitgeber, dass deine Arbeitnehmer unzufrieden sind, die notwendige Leistung nicht erbringen, Fehler machen. Und wenn du jetzt dann abmahnen oder kündigen willst, dann kann sich dein Arbeitnehmer auf deine vorangegangenen Vertragsverletzungen berufen. Es wird also schwierig. Für dich als Arbeitnehmer gilt wie immer, einfach die Arbeit verweigern ist gefährlich. Hier drohen Abmahnung und Kündigung. Und letztlich musst du dann beweisen, dass der Grund für die Verweigerung auch wirklich gegeben war, dass also zu heiße Temperaturen am Arbeitsplatz waren. Das ist in der Praxis oft nicht so einfach, weil das dann auch teilweise sehr nachgelagert im Kündigungsschutzprozess passiert. Ja, was einfach jetzt tun? Arbeiten bis zum Umfallen. Ganz, ganz schlechte Lösung. Selbst wenn du gesundheitlich keinen Schaden nimmst, dann machst du vielleicht Fehler, die der Arbeitgeber dann nutzen kann und dich kündigt, dann dir abmahnt, dir eine Kündigung gibt. Ja. Ich empfehle dir also im Zweifel, wenn es dir nicht gut geht, geh zum Arzt, schilder die Situation. Der Arzt wird dann entscheiden, ob du unter den gegebenen Bedingungen bei deiner konkreten Situation, gesundheitlichen Situation noch arbeitsfähig bist. Wenn du jetzt schon sehr lange Arbeitsunfähigkeitszeiten hast, hast du vielleicht Angst vor einer krankheitsbedingten Kündigung. In diesem Fall solltest du unbedingt diese Situation dokumentieren und genau aufschreiben, warum du in diesem Fall krank warst, denn später würden diese Zeiten nicht mit bei der Bestimmung der maßgeblichen Zeiten für die krankheitsbedingte Kündigung hinzuzählen, weil sie ja letztlich vom Arbeitgeber verursacht wurden.